Cristiano Ronaldo kann sich offenbar einen Verbleib bei Real vorstellen, hat dafür aber eine kleine Forderung. Der Weltfußballer könnte in neue Gehaltssphären vorstoßen. Cristiano Ronaldo kann sich offenbar doch einen Verbleib bei Real Madrid vorstellen, hat dafür aber eine kleine Forderung. Wie die spanische Zeitung El Confidencial berichtet, kam es in dieser Woche zu einem Treffen zwischen Real-Präsident Florentino Perez und Ronaldo-Berater Jorge Mendes. Mendes soll dabei die Gehaltswünsche seines Klienten vorgestellt haben. Laut des Berichts möchte der Weltfußballer künftig 1,5 Millionen Euro verdienen, pro Woche. Insgesamt würde er damit auf ein Bruttojahresgehalt von 80 Millionen Euro, netto ca. 50 Millionen, kommen. Damit würde er Rivale Lionel Messi als teuersten Fußballer der Welt locker überflügeln. Der Barca-Star verdient offenbar lediglich 40 Millionen Euro pro Jahr, ihm folgt Neymar mit 37 Millionen Euro jährlich. Stimmt Real der Forderung Ronaldos zu, würden bis zum Vertragsende 2021 unfassbare 240 Millionen Euro vom Konto der Königlichen abgebucht werden. Punkt. Fraglich, ob der 33-Jährige das dem Champions-League-Sieger wert ist.